Jessica will Ärztin werden. Schon 3 Jahre lang studiert sie nun Medizin. Fleißig besucht sie alle Vorlesungen, um sich jede Menge Wissen anzueignen. Auch praktische Erfahrungen kommen bald dazu. Aber wissen Jessica und ihre Kommilitonen auch, welche Berufsmöglichkeiten sie als Ärzte eigentlich haben? Oder anders ausgedrückt, endlich Arzt. Und nun? Alles beginnt mit der Approbation, also der Berufserlaubnis als Arzt. Und wie bekommt Jessica die? Mit Bestehen des 3. Staatsexamens kann die Approbation bei der dafür zuständigen Approbationsbehörde beantragt werden. Über die Internetseite der Approbationsbehörde erhält Jessica auch die Informationen, welche Unterlagen für die Beantragung benötigt werden. Das Antragsformular, die Geburtsurkunde, ein Identitätsnachweis, ein aktuelles amtliches Führungszeugnis, eine Erklärung, dass kein gerichtliches oder staatsanwaltschaftliches Verfahren anhängig ist, eine ärztliche Bescheinigung, dass man aus gesundheitlicher Sicht zur Berufsausübung geeignet ist, das Abschlusszeugnis des bestandenen Medizinstudiums und ein aktueller Lebenslauf. Hat Jessica alle Unterlagen zusammen, gehen diese jetzt an die zuständige Approbationsbehörde. Erfüllt Jessica alle Anforderungen, wird die Approbation erteilt. Die Approbationsurkunde erhält Jessica dann per Post. Für die Beantragung der Approbation werden Bearbeitungsgebühren fällig, die sich in ihrer Höhe je nach Einzelfall unterscheiden. Und jetzt kann's losgehen. Aber wohin soll's denn gehen? Für gewöhnlich gehen die Absolventen zunächst einmal ins Krankenhaus und machen dort ihre Weiterbildung zum Facharzt. Für einige Fachrichtungen können Teile dieser Weiterbildung auch in einer ambulanten Praxis absolviert werden. Die Facharztausbildung dauert in der Regel 5 bis 6 Jahre, je nach Fachrichtung. Dann steht für Jessica die vorerst letzte Prüfung an, die Facharztprüfung vor der Landesärztekammer. Als Fachärztin könnte Jessica im Krankenhaus die Karriereleiter bis zur Chefärztin erklimmen. Zahlreiche Möglichkeiten bietet aber auch der Weg in die Niederlassung. Als sogenannte Vertragsärztin kann sich Jessica mit einer eigenen Praxis selbstständig machen und nun auch GKV-Patienten behandeln. Oder sie lässt sich zunächst in einer solchen Vertragsarztpraxis anstellen. Ob in einer Einzelpraxis, in einer Kooperationsgemeinschaft oder vielleicht sogar auch nur in Teilzeit. Den Möglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. Daneben gibt es für Jessica auch noch ganz andere berufliche Perspektiven als Ärztin, zum Beispiel bei Behörden oder Körperschaften. Auch nichtärztliche Tätigkeiten, zum Beispiel in Lehre und Forschung, sind möglich. Der Karrierekompass der APO-Bank schafft in diesem Zusammenhang einen optimalen ersten Überblick. Und durch eine persönliche Beratung mit ihrer APO-Bank-Beraterin hat Jessica die Möglichkeit, gezielt Antworten auf all ihre Fragen zu finden. Dies ist für Jessica besonders wichtig, gerade beim Berufsstart. APO-Bank, weil uns mehr verbindet.